dann wahrscheinlich drin. Oh, mein Zwergenkumpel. Geralt? Soltan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. So, und wie wird gespielt? Minigame. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Klaro. Minispiel. Würfelpoker. Verdiene ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wetten und mit Linksklick und Würfel. Okay. Uff. Erstmal nur 3, um zu gucken, wie es überhaupt funktioniert. Und würfeln. Was haben wir denn da? Ein Dopp, einen Pasch. Und er hat... Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Möchtet ihr erhöhen? Das... Ach so, das sind die... Der Pasch ist gerade doppelt. Gegner hat ein paar, ich habe ein paar. Wer hat ein paar 3, ich habe ein paar 1. Nee, lass mal. Die Runde geht an den. Jetzt verstehe ich's. Eine Straße zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 3 gehabt hätte statt der 1, wäre awesome gewesen. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Ja! Theoretisch habe ich jetzt 1, 2, 3, 4. Ihr habt verloren? Okay, es scheinen nur Paare zu gelten. Mist. Nächste Runde. Einmal alle würfeln. Oh, 2 Sechsen. Der Gegner hat nichts. Ach, schade. Okay, jetzt hat der Gegner auch 2 Sechsen. Oh shit, ich hab echt verkackt. Okay. Spielen wir mal noch eine Runde. Ich bin pleite. Ich bin ernsthaft pleite. Shit. Pass auf, Finn, jetzt erlebst du mich betrunken. Was haben wir denn hier noch an Alkohol? Einer geht noch. Tafelwasser ist Bullshit. Apropos. Shit. Was ist das hier? Getränk, regeneriert Ausdauer, Ziegenmilch. Starker Alkohol sollte ich aber besser so nicht trinken. Und gleich bin ich voll. Ein bisschen geht noch. Nochmal Ziegenmilch. Das stackt sich der Mist nicht. Kuhmilch. Starker Alkohol. Jetzt müsste es aber durch sein. Ja, jetzt bin ich besoffen. Unglaublich. Der alte Geralt trinkt mich unter den Tisch. Das war nicht einfach. Verdammt! Ich
habe einst auf diesen Stein geschworen, dass kein Mensch mich je unter den Tisch trinkt. Ein Diamant. Das kann ich nicht annehmen. Und ich bin kein Mensch. Scheiße. Jetzt nehm doch. Ein Schwur ist ein Schwur. Wow. Das sollte meine Kosten, die ich gerade gedeckt habe, verloren habe, wieder reinholen. Ein verfluchter Diamant. Das ist ein Saphir. Hä? Blaubeeren. Was? Wo ist der Diamant? Der hat mir einen Saphir gegeben. Hier, jetzt pass auf. Jetzt wird hier nur noch getorkelt, ne? Später. Geradeaus laufen ist keine gute Idee. Ich wüsste auch gar nicht mehr wie. Oh, da ist meine Wirtin. Hallo Wirtin, vielleicht kriege ich dich jetzt auch noch rum. So besoffen wie ich bin. Was kann ich euch bringen? So. Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Und damit habe ich sie vorhin verärgert. Als ich vorhin gesagt habe, hört ihr nach der Arbeit auf, anständig zu sein, hieß es nur noch, fickt euch ins Knie. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Bier. Einen Augenblick. Ihr seid ja sehr redselig. Manchmal. Moment, Schätzchen. Ich habe noch eine Bestellung. War's das? Moment, Schätzchen. Ich habe noch eine Bestellung. Ach, verdammt. Oh Gott, bin ich besoffen. Neuigkeiten? Noch nicht. Na, aber mit dem kann ich vielleicht handeln. Da, kauf mein Zeug. Ah, sehr schön. Ach, da ist der Diamant. 60 Ohrens. Ja, damit. Ja, den Schal nicht. Ach, die Feuersteine behalte ich auch erstmal noch. Hier, ne, den Saphir kannst du auch haben. Ist ja leider kein Material. Aber das war's dann auch bei dir. Rubin, ein wertvoller Gegenstand, verkauft, also bla 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 bla. Ich bin so betrunken. Moment, Schätzchen. Ich hab noch eine Bestellung. Ich glaub, das dauert noch eine Weile, bis ich vorwärts komme. Na, was kann denn der Barde so Schönes? Aber Sultan kann schon wieder laufen. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken. Wie aus den Balladen. Zufall oder richtig geraten? Ach, richtig geraten. Ich bin es. Richtig geraten. Diese Balladen handeln von mir. So ein Unsinn. Jeder weiß, dass Geralt eine Zauberin heiratete. Sie leben irgendwo glücklich auf einer Insel. Heirat? Und woher weiß das jeder? Meister Rittersporn, der größte aller Barden. Singt diese Balladen seit Jahren. Hm. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Kunst ist Balsam für die Seele, nicht wahr? Aber ich muss auch essen. Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag? 5 Uhr. Ja, kannst du haben. Bleib stehen! Eine Schlange wüst und kalt, bis eine Hexe ins Bein. Die Hexe verflucht sie mit einem Zauber gar alt und sagt, bald wirst du verschlungen sein. Das war's doch aber noch nicht. Bade! Ein
Hör auf, doppelt zu sein. Gott. Diese Besoffenheit geht einem auf den Sack. Nee, boxen sollte ich damit jetzt besser nicht. Oh je, oh je. Mal gucken, ob Kalkstein was Neues für mich hat. Oder ob er was kaufen will. Es ist beknackt, dass du jede Ware an einen anderen Händler verticken musst. Boah, dauert ja ewig, bis ich da bin. Was führt euch hier? Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Noch nicht. Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Okay. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Boah, vorher muss ich mich ausruhen. Hier, Schankwirt, komm mal her. Ich verschwende jetzt nicht extra einen Feuerstein. Diese Sauferei. Hm, naja. Selbst das Hühnchen gibt's jetzt doppelt. Hühnchen, komm her. Ich will dich essen. Hühnchen. Was kann ich für euch tun? Ja. Ja, drauf geschissen. Muss ich also echt ans Lagerfeuer draußen. Eine Milliarde Jahre später. Tür, komm mal her. Das Einzige, was du halt nicht wegwerfen kannst, ist Alkohol, weil du dauernd Trinkspiele hast. Da, Feuerstelle. Da wirst du wahnsinnig bei. Meditieren, Stunde sollte reichen. Vielleicht habe ich sogar noch das Material für Tränke, dann lohnt sich das Ganze wenigstens. Oi. Ah, tatsächlich. So. Das sollte erstmal ein bisschen was bringen. Mindestens eine Stunde Meditation. So, dann meditieren wir die Stunde mal. Ja, natürlich macht das mit dem Verkaufen an andere Leute sogar Sinn, aber entweicht nicht der Tatsache, dass es nervt. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen angeduselt, aber es ist besser geworden. So, jetzt schauen wir mal. Unbekannter Trank benutzen zum Rechtsklick. Ja. Unbekannter Trank und Schwalbe. Schwalbe ist der Regenerationstrank, das ist gut. Geisteröl. Das ist das, was ich, glaube ich, vorhin herstellen musste für... So, jetzt müsste mein Schwert auch Geistern Schaden zufügen können. Das ist das, was ich vorhin extra gelernt habe. Tafelwasser, was auch immer mir das bringt. Regeneriert Ausdauer, kann verkauft oder verschenkt werden. Noch mehr Wasser trinken. Trauben essen. Ach, was auch immer. So. Aber man sieht, mein Schwert ist jetzt mit diesem Geisteröl bestrichen. Jetzt soll